Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video kläre ich den Begriff Book-to-Bill-Ratio. Allerdings, ehe wir über das Was reden, lassen wir uns reden über das Wo. Wir sind im Controlling. Denn diese Book-to-Bill-Ratio ist eine Kennzahl. Und Sie wissen, wenn Sie dem Controller die Kennzahlen wegnehmen, dann ist das wie wenn man jemandem die Luft zum Atmen wegnimmt. Controlling arbeitet mit Kennzahlen. Nicht alles, was mit Kennzahlen zu tun hat, ist Controlling, aber der Controller selber kann nicht ohne Kennzahlen arbeiten. Dies ist eine wichtige Kennzahl, aber nur sinnvoll in bestimmten Bereichen, in bestimmten Branchen, nämlich dort, wo man Auftragsfertigung hat. Also das wäre zum Beispiel der Flugzeugbau. Oder der Maschinenbau. Oder der Schiffsbau. Was verbindet diese drei Branchen, diese drei Beispiele? Es handelt sich um Auftragsfertigung. Und Sie ahnen vielleicht schon, es geht hier um eine Umsetzung von Aufträgen zur Rechnungsstellung. Ja, Aufträge im Rahmen der Auftragsfertigung stehen zunächst mal im Auftragsbuch. Im Auftragsbuch. Und dann wird irgendwann daraus eine entsprechende Rechnung, Bill ist die Rechnung. Also geht es um das Verhältnis der Aufträge zu den fakturierten Aufträgen. Im Auftragsbuch stehen die reingeholten Aufträge und in der Bill, im Rechnungsbuch, stehen die fakturierten Aufträge. Es geht also um das Verhältnis, man drückt es dann durch einen Bruch aus. Hereingeholte Aufträge zu fakturierten Aufträgen. Ja, dieses Verhältnis wird berechnet durch einen Bruch. Nehmen wir an, das Unternehmen hat fakturierte Aufträge von 100 Millionen und im Auftragsbuch stehen 130 Millionen, dann ist die Book-to-Bill-Ratio 1,3. So berechnet man das. Jetzt kommt noch die Aussage. Welche Aussage kann man aus dieser Kennzahl herleiten? Und zwar müsste man im Prinzip hier vor allem auf eines gucken, ist der Zähler größer als der Nenner oder umgekehrt? Das heißt, diese B-Book-to-Bill-Ratio kann sein größer 1, und kann sein kleiner 1. Und wenn sie größer als 1 ist, wie in meinem Zahlenbeispiel, dann deutet das auf Wachstum hin. Ja, Wachstum. Wir haben mehr reingeholte Aufträge, als wir fakturiert haben. Das heißt, wir haben genug in der Pipeline, sodass auch wenn das, was abgearbeitet ist, endgültig genug nachkommt. Ja, und kleine 1 deutet im Prinzip hin auf Schrumpfung. Beziehungsweise, da wir ja hier über Controlling sprechen, ist das eine wichtige Kennzahl, die entsprechende Maßnahmen nachziehen muss, wenn diese Kennzahl unter 1 sinkt. Ja, dann kann man ja nicht einfach zusehen, sondern muss man sehen, dass man im Zähler wieder mehr Aufträge reinholt. Durch welche Aktionen auch immer. Da wäre der Außendienst gefragt, da wäre das Marketing gefragt, da sind verschiedene Dinge gefragt,
Das ist wichtig für ein Unternehmen, was es tun kann, um mehr Umsatz reinzuholen oder im Prinzip mehr Aufträge reinzuholen, die dann zu mehr Umsatz führen, müsste ich ganz korrekt sagen. Und genau diese Maßnahmen, die sollte man dann aktivieren. Alles Gute, Marius Für Ebert. Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.